Heute beim elektrischen Reporter: Datenkriege, Bahnfahrten und artifizielle Intelligenz. Es herrscht Krieg im Netz. Cyberkrieg. Das zumindest behaupten einige Medien und Politiker. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich warnte gar vor virtuellen Bomben, wie immer man sich die vorstellen soll. Die USA denken derweil laut darüber nach, Angriffe aus dem Netz mit echten Bomben zu vergelten und investieren Milliarden, um sich vor Datenattacken zu schützen. Und auch Deutschland hat seit neuestem ein sogenanntes Cyberabwehrzentrum. Und das haben wir uns für Sie einmal angesehen. Ob Sony, Citibank oder die bekannten Angriffe auf Regierungen und die UNO. Nahezu alle Cyberattacken jüngeren Datums fallen entweder in die Kategorie Kriminalität oder Spionage. Wir hatten bisher keinen wirklichen Cyberkrieg. Alle Abwehraktionen wurden deswegen auf ziemlich kleiner Flamme gehalten. Dennoch wollen die USA jetzt Bits mit Bomben vergelten. Das sei legitim, sagt der Völkerrechtler Thomas Wingfield. Aber nur bei einem bewaffneten Angriff oder einem echten Krieg. Bisher fiel keine Cyberattacke in diese völkerrechtlichen Kategorien. Am nächsten dran war Stuxnet, der aufwendige Computerwurm, der das iranische Atomprogramm sabotierte, aber keine Menschen tötete. Wann wird eine Netzattacke zum bewaffneten Angriff, zum Cyberwar? Das ist die wichtigste Frage, aber bisher kann sie keiner beantworten. Ein Beispiel: Ein Feind überquert die Grenze und sprengt ein Lagerhaus mit Waren im Wert von $1 Million in die Luft. Die meisten Juristen würden sagen, das ist ganz klar ein bewaffneter Angriff. Wenn der gleiche Feind aber mit einer Cyberattacke die Börse lahmlegt, ohne physischen Schaden anzurichten, würde es eine sehr heftige Debatte geben. Wie hoch muss der finanzielle Schaden sein, damit ein militärischer Gegenschlag erlaubt ist? $10 Millionen oder 10 Milliarden? Wie groß ist die Gefahr eines Cyberwar also wirklich? Forscher der George Mason Universität in den USA schreiben in einer aktuellen Studie: Theoretisch seien Atomkraftwerke, Strom- und Mobilfunknetze angreifbar. Aber es gebe für diese Gefahr keinen faktischen Beweis. Die Bedrohung durch einen Cyberwar sei aufgebauscht von Medien und Rüstungslobbyisten. Die konkrete Gefahr eines Netzkrieges können auch Militärs am Cyberwar-Forschungszentrum der NATO in Estland nicht belegen. Trotzdem müsse der Bürger einen Preis zahlen. Sicherheit bedeutet immer, dass wir ein Stück unserer Privatsphäre aufgeben müssen. Auch wenn ich von meinem Internetanbieter mehr Schutz haben möchte, muss ich etwas von meiner Privatsphäre aufgeben. Das ist die Logik. Ob in den USA, in Deutschland oder bei der NATO. Das Mantra im Kampf gegen die Bedrohung aus dem Netz lautet überall: Polizei, Geheimdienste und Wirtschaft müssen enger zusammenarbeiten, mehr Daten austauschen. In den USA fordert der Abhörgeheimdienst NSA längst mehr Kontrolle über zivile Netze. Nur so seien die Gefahren aus dem Netz zu erkennen und zu bekämpfen. Der Hacker Charlie Miller hat 5 Jahre bei der NSA gearbeitet. Ich glaube nicht, dass Geheimdienste die Netzwerke von Firmen oder Privatleuten sichern können. Die können ja nicht mal ihre eigenen Netze schützen. Millers Rezept gegen Cyberwar: die eigenen Systeme sichern. Denn egal ob PlayStation-Netzwerk oder Google Mail, entweder haben sich Menschen austricksen lassen oder die verwendete Software hatte gravierende Sicherheitslücken. Weil man es durch die Bank in den letzten 10 Jahren nicht für nötig gehalten hat, irgendwas in Richtung IT-Security zu tun. Und diese Versäumnisse, die rächen sich halt jetzt, weil wir im Grunde in kürzester Zeit, also sprich in wenigen Monaten, das alles nachholen müssten, was in den letzten 10 Jahren versäumt wurde. Also wenn jetzt irgendein Hersteller behaupten würde, ja, unsere Produkte sind sicher, dann müsste man eigentlich sagen, das ist irgendwie dummes Zeug. Die Lehre aus den Cyberattacken ist also: Bevor wir Bürgerrechte einschränken und Milliarden in einen cybermilitärischen Komplex stecken, sollten wir unsere Systeme sichern. Das heißt, bessere Software benutzen und Menschen beibringen, wie sie sich im Internet sicher bewegen. Das ist mühsam, teuer und dauert lange. Aber die Ausgaben wären gerechtfertigt. Kritiker bemängeln nicht nur den leichtfertigen Umgang mit dem Begriff Krieg, sondern auch die fragwürdige Aushebelung des Trennungsgebotes zwischen Polizei und Geheimdiensten. Denn im sogenannten Cyberabwehrzentrum arbeiten diese Dienste Hand in Hand. Unser nächstes Thema: Professionelle Twitterer sind hierzulande bislang eine rare Spezies.
Jüngst hat ein Unternehmen sich eine ganze Handvoll davon zugelegt. Ein Unternehmen, dessen Service so oder so ein Dauerthema auf Twitter ist. Die Bahn. Mein Name ist Daniel Backhaus. Ich bin Social Media Manager des Personenverkehrs der Deutschen Bahn. Also es ging los, dass es einen Twitter-Kanal db-info gegeben hat, wo ich bei der Bahn angefangen habe. Und habe dann nach langer Recherche herausgefunden, dass der Kanal gar nicht von der Bahn betrieben wurde, sondern durch einen Kunden. Habe den dann auf den Social Media üblichen Wegen angesprochen. Und irgendwann gab es einen Blog-Eintrag von ihm, der dann hieß, warum ich der Deutschen Bahn db-info schenke. Und ganz unten am Ende des Blog-Eintrags stand halt drin, weil ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn nett gefragt hat. Und wer nett fragt, kriegt was geschenkt. Und das war sowohl die Initialzündung zum Twitter-Kanal überhaupt, als auch die Initialzündung, dass ich dieses Thema hauptamtlich übernommen habe. Der erste Tweet kam am 8.6. online um 5.55 Uhr. Und seitdem twittern die Agents von Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr. Wir beantworten alle service-relevanten Themen der Deutschen Bahn, also alles rund um den Nah- und Fernverkehr. Nur was wir nicht beantworten, ist die unternehmenspolitische Entscheidung oder Stuttgart 21. Es gibt Situationen, da wird sehr gut informiert, aber es gibt auch Situationen, da würde man sich als Kunde mehr Informationen wünschen und auch schnellere Informationen. Dieser Twitter-Kanal ist sehr dialogisch. Und welche Leute wollen wir da sein? Leute, die mobil unterwegs wenig Zeit, Hektik, Stress sind und dafür ist Facebook der falsche Kanal, dafür ist was auch immer der falsche Kanal, Twitter genau das richtige Medium. Ich habe es schon benutzt, bei mir hat es funktioniert. Ich habe eine relativ schnelle Antwort gekriegt und die war auch relativ auf den Punkt. Die größte Herausforderung in den Schulungen ist es eigentlich gewesen, die Agents von ihrem gelernten Textbaustein wegzubringen und ihnen beizubringen, freie Antworten zu geben, ja? Und das auch noch in 140 Zeichen. Also ich denke, bei Älteren ist Twitter sicherlich nicht so gebräuchlich und viele Ältere fahren mit der Bahn. Die Jungen fahren ja meistens mit dem Auto. Ob man dann die Älteren erreicht? Es wurde auch immer die Frage gestellt, warum macht ihr denn den Kanal? Der Kanal wird mit Sicherheit die Aufgaben, die Bahn sonst hat, wird er nicht lösen können. Ja, also durch den Twitter-Kanal fährt kein Zug schneller. Aber was wollen wir mit dem Kanal? Wir wollen ganz klar den Kunden in seiner Mobilität begleiten und ihn mit Informationen versorgen, die seine Mobilität angenehmer machen. Nicht mehr. Und nicht weniger. Noch sind es Menschen, die auf Twitter für Unternehmen in die Tasten greifen. Wie eine Welt aussehen könnte, in der Software solche und andere Arbeiten übernehmen würde, das haben wir uns für Sie einmal vorgestellt. Als Computer noch groß wie Schrankwände waren und man sie Elektronengehirne nannte, dachten viele, sie könnten eines Tages ein menschenähnliches Bewusstsein entwickeln. Heute weiß man, Computer sind und bleiben dumme Maschinen, aber trotzdem können sie immer kompliziertere Aufgaben übernehmen. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der künstlichen Intelligenz? Im Jahr 2013 kommt die Software TexMex auf den Markt. Ein Programm, das Steuererklärungen besser erledigt als die meisten Steuerberater. In der Branche herrscht Panik. Etliche Steuerberaterkanzleien müssen schließen. Im gleichen Jahr erscheint mit Advocator eine juristische Fachsoftware, die hunderttausende Gerichtsurteile analysiert und tausende Juristen ihren Job kostet. Nehmen Sie beispielsweise das Schachspiel. Obwohl es eigentlich eine kreative Angelegenheit ist, können Computer mit ihrer gewaltigen und rohen Rechenpower selbst die stärksten Schachspieler schlagen. Computer müssen dafür nicht intelligent sein. Genauso ist es mit vielen anderen Arbeiten, von denen man früher annahm, dass nur Menschen sie erledigen können. Dank stetig steigender Rechenkraft und immer ausgefuchsterer Programmierungen ersetzen in den nächsten Jahren Computerprogramme immer mehr Berufe. Architekturbüros entlassen ihre Statiker, Wissenschaftler ihre Assistenten, Börsenmakler ihre Analysten. Im Jahr 2017 nimmt die Bundesregierung das System Gouvernatrix in Betrieb. Offiziell eine Software, die mit Szenarien, Prognosen und Analysen die Folgen der Gesetzgebung abschätzen soll. Gemunkelt wird allerdings, Gouvernatrix liefere sogar fertige Gesetzesvorlagen.
2022 ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf über 25% gestiegen. Kaum noch eine Ausbildung bietet eine Aussicht auf eine sichere Stelle. Selbst Softwareentwickler haben es schwer, denn immer mehr Programme werden direkt von Computern entwickelt. 2025 entschließt sich die Bundesregierung zu einem radikalen Schritt. Nicht nur, aber natürlich auch auf Anraten von Gouvernatrix haben wir beschlossen, ab Januar 2026 jedem erwachsenen Bundesbürger ein bedingungsloses Grundeinkommen von 830 Euro im Monat zu bezahlen. Andere Staaten folgen diesem Schritt, doch dem Trend entgegenwirken können sie damit nicht. Die Anzahl der Beschäftigten nimmt weltweit ab, die wirtschaftliche Nachfrage sinkt rapide, die Staatsverschuldung nimmt zu, die Weltwirtschaft fällt in eine tiefe Depression. Die sogenannten Neoluditen, die für die Abschaffung jeglicher Computertechnik sind, entwickeln sich zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft, ebenso wie Neomarxisten und Neomaoisten. Um ihren Einzug ins Parlament zu verhindern, beschließt im September 2030 eine große Koalition aus 5 Parteien, das Wahlrecht nur noch Bürgern zuzugestehen, die auch Steuern zahlen. Wer ausschließlich vom Grundeinkommen lebt, ist somit von den Wahlen ausgeschlossen. Wir mussten einfach dafür Sorge tragen, dass die Leistungsträger und nicht die Leistungsempfänger das Wohl dieses Landes steuern. Dieser Auffassung war im Übrigen nicht nur das Parlament, sondern auch Gouvernatrix 5.0. Die neuen Wähler und ihre Regierung setzen neue Prioritäten. Um die Staatsverschuldung zu drosseln, wird die kostenlose Schulzeit auf 5 Jahre beschränkt. Weiterführende Schulen und Universitäten kosten hohe Gebühren. Die Polizeikräfte werden stark reduziert und fahren nur noch Streife in den Wohnvierteln der sogenannten Leistungsträger. Zu ihnen gehören nur noch 8% der Bevölkerung. Im Jahr 2035 ist das Leben nicht leicht für die sogenannten Leistungsempfänger. Zwar sichert ihnen das Grundeinkommen ihre Existenz, aber Bildung und gesellschaftlicher Aufstieg bleibt ihnen verwehrt. Und das wird sich wohl niemals ändern, denn neue Arbeitsplätze für Menschen sind nicht in Sicht. "2037 schließen sich ein paar hundert Menschen, denen eine Existenz als Leistungsempfänger nicht ausreicht, zur Gruppe der sogenannten Autarkis zusammen. Mithilfe von halbintelligenten Software-Bots fahnden sie im Netz weltweit nach Arbeit, die noch nicht von Computern erledigt werden kann. Sie übernehmen Auftragskompositionen für Liebeslieder, sie schreiben Geburtstagsgedichte, sie leben in den letzten kreativen Nischen. Und vor allem, sie wollen unabhängig sein und mit dem Land, in dem sie leben, nichts mehr zu tun haben." "Wer braucht schon eine Schule oder eine Uni? Es gibt genügend freie Lernprogramme, die besser unterrichten können als die Industrieprogramme. Die Autarki-Kinder werden dank freier Softwarelehrer einmal klüger sein als wir selber. Wir erwarten von diesem Staat nichts mehr. Das heißt aber auch, er hat von uns nichts mehr zu erwarten." Die Autarkis bilden eine eigene Solidargemeinschaft mit eigenen Gesetzen und Regeln, losgelöst von Staatengebilden und weltweit miteinander vernetzt. Noch sind sie nur eine Art Avantgarde der Unterschicht, Straßenmusiker des Internets. Aber so avantgardistisch sie sich geben, auch sie setzen Software statt Menschen ein, wo es nur geht. Ein Zurück gibt es nicht mehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.